Beim letzten Mal hatte ich die Gleisprofile von dieser Seite aus mit einer leider viel zu stark verdünnten Farblösung angestrichen und habe so auf diese Art und Weise maximal eine Grundierung erreicht und muss nochmal ran und den Anstrich verbessern, ergänzen. An einigen Stellen genügt es wohl, Löcher zu flicken. Während an anderen Stellen der ganze Anstrich einfach nur unbefriedigend ist und einfach erneuert werden muss. Ich hoffe nur, dass diese zweite Lage jetzt besser deckt. Und die erste Lage hat so gut wie gar nichts gebracht. Ja, etwas besser als beim ersten Mal sieht das Ganze jetzt schon aus. Ich hoffe, das ist die Wirkung der Grundierung durch den ersten Anstrich. Aber im Ganzen gesehen war die Pfanne einfach zu flüssig gewesen.
Ja, jetzt habe ich das rundherum einmal übertüncht. Die Weiche ist noch gängig. Und jetzt kann ich hier beim Durchmustern der ganzen Geschichte auf Anhieb keine Fehler mehr erkennen. Und auch bei genauerem Hinsehen kann ich keine mehr erkennen. Tja, ob das jetzt noch einen dritten Anstrich nötig hat oder nicht, das kann nur die Zukunft zeigen. Der Pinsel kommt jedenfalls wieder ins Wasserbad. Und weil ich zu meinem Glück ja noch etwas Zeit habe, probiere ich mal, ob ich nicht noch was von dem Zeug hier aufwerfen kann. Die Segmentplatte liegt hier ja gerade schief. Ich bin schon gespannt, wie das mit dem Wässern werden wird. Rauszuholen. Jetzt träufel ich mal hier am oberen Ende, oben in Bezug auf die Plattenneigung. Und guck mal, wo jetzt die Flüssigkeit hinläuft. Und nicht ganz unerwartet folgt die einfach der Schwerkraft. Jetzt nochmal die Löcher aus, die sich ergeben haben. Da kann ich gleich die nächsten Löcher ausbessern.
nochmal Löcher ausbessern und dann müsste das schon fertig sein. Mal sagen, gut gelaufen.